willkommen zum nächsten COH-Podcast mit meiner Wenigkeit, eurem Lieblingsschwaben. Wir haben heute ein Ranglistenspiel und zwar von meiner Seite. Ich habe heute mit der Rangliste gespielt und dachte, komm, mach ich mal ein Game. Was kam? Glücklicherweise Langree und glücklicherweise ein Brite als Gegner, nämlich Kids My Fucking Ass wahrscheinlich. Fucking Ass. Genau, ich wäre wieder mit PE im Süden, Brit im Norden. Gucken wir mal rein. Und wie gesagt, war das erste Spiel am Abend. Habe auch nur das gezockt. Muss man ganz klar sagen. Hab nicht wirklich Lust, da zu spielen, weil entweder kriegt man voll auf den Sack oder man haut dem Gegner voll auf den Sack. Aber es ist nie so ein ausgeglichenes Spiel. Wo es knapp hin und her geht. Oder selten. Ein ganz seltenes Spiel, wo es dann wirklich sagt, das, ne, ist gut. So. Meine Dingens Plan war hier das T1 zu bauen. Müsste man hier ein bisschen weiter unten bauen, unten nach Süden bauen, an die Flak ran. Weil man kriegt später hier echt ein Problem. Hier ein Gebäude, da ein Gebäude, da eins und dann da noch eins hin. Dann wird es fast eng, wenn auch die Battle Group dann rauskommt. Wie gesagt, ich baue hier das T1, um dann die Aufklärungsfahrzeuge zu bauen. Und dann Viermann-Squads und eventuell Brand hier Anti-Panzergranaten zu tecken. Und so weiter, ne? Das war mal so mein Bestreben danach in dem Ganzen. Hauptsächlich mal zwei Scout Cars, dass ich hier das Cappen vom Briten ein bisschen verhindern kann, wenn er mit seinem Leutnant da rumkämpft. So, ist den Fuel hier cappen, genau. Da wollte ich erst darüber, da war der Rifle, der Grenner schon da. Hier brauche ich länger zum Cappen, das kann Scrap machen. Aber Breeder setzt sich hier auf den Fuel. Habe ich jetzt nicht gesehen gehabt. Heißt natürlich relativ aggressiv, auch gerade so auf der, ne, auf der Dingens. Heißt, er will schnell hochtecken. Munition ist mehr Infanteriekampf, Fuel ist mehr hochtecken. Sieht man sehr schön gut, habe ich eigentlich nicht gesehen. Ich habe eigentlich gedacht, er sitzt hier auf dem Fuel. Mich am Anfang. So, jetzt wollte ich da in die Mitte cappen gehen, da kommt er aber schon runter. Dachte, den kann ich ja auf gegen grüne Deckung kann ich den Kampf ein bisschen annehmen. Ja. Macht aber ein bisschen Schaden, ne? Weil er die Munition hat, sagt Sniper-Schuss, aber da muss man schon aufpassen. Baue ich noch ein zweites Scout-Car und da fällt mir natürlich die Kampfkraft, muss ich mir dann hier gleich zurückfallen lassen, weil das bringt so gar nichts. Leider ist ein bisschen gepennt, bis es auch weitergehen. Genau, macht das auch schön weiter. Geht hier mit dem Louis voran. Mein Krat ist hier am Cappen. Natürlich doof, dass da gleich der Trupp rauskommt. Mal ein bisschen ungeschickt. Also gleich weg. Ne? Gas geben, Gas geben, Gas geben. Da gar nicht lange rummachen. Und genau, einfach mal hier cappen. Da kann man hier die Punkte hier cappen, wenn man gerade rumsteht. So, jetzt ist das Scoutcast da. Cappt jetzt hier den Fuel und geht hier rüber. Hätte eigentlich noch hier cappen sollen, hat da habe ich natürlich nicht gesehen, dass der dann gleich weiterfährt, weil wenn man die Capping Order gegeben hat, praktisch hier, hier und dann den Fuel-Punkt und erst am Cappen überspringt er den Punkt, fährt direkt zum nächsten. So, jetzt hier der Fight. Mache ich auch jetzt gut Schaden, zum zweiten Mal jetzt. Na, aber er haut natürlich auch ordentlich rein. Zweiter Grenn müsste es kommen, jetzt habe ich hier seinen Leutnant gesehen. Mache jetzt da gleich Schaden, müsste eigentlich auch hinterherfahren. Na, schaffe ich nicht mehr. Retreatet da ein bisschen dämlich. Hab hier meinen Mann verloren schon. Aber mache ich natürlich ordentlich Schaden. Jetzt verrecken auch die Infanterietrupp langsam. Ne? Und zwar der Gren ist da. Sehr schön. Kann ich wie gesagt hier Schaden machen. Danach muss man mal aufpassen, weil die machen auch Schaden. So ein Fahrzeug, jetzt geht das schön rein. Dann ab weg wieder und weiterhin cappen. Da ich dachte, kann man hier noch ein bisschen raufknüppeln. Ne? Sniper aufpassen, ne? Und gleich cappen, reparieren und hier weiter cappen, gerade mit dem Kettengrat und hier mit dem Scout-Car. Das ist natürlich ordentlich Capping-Power, was der PELA auch hat, im Vergleich zum Brite, der es da gar nichts hat. Ja, da muss man aufhören zu rappen, sondern weiterkämpfen. Daraus sollte man sich in Deckung stellen, klar, auch wenn man hier hinklickt. Ja, gut. So, auffüllen wieder und wieder nach vorne. Und halt weiter cappen. Ich habe viel von der Map, das war eigentlich auch ganz okay. Er muss sie da wieder auffüllen. Und so. Jetzt kann man mir ein bisschen auf die Eier gehen.
in Deckung rumfahren vielleicht. Ja, auch das Ding macht ja auch ein bisschen Schaden. Und jetzt kann man ja auch ein bisschen pushen, ne? Ich dachte, probiere ich mal wieder, wie das hier funktioniert und klappt eigentlich auch ganz gut. Vor allem habe ich hier schon zwei Grenz, gleich drei Grenz, ne? Und dann kriegen auch die ordentlich auf die Eier. So, jetzt kommt hier die Flanke, Feuer umlegen auf den, gleich Focus Fire. Ne? Hier weiterhin cappen. Da mache ich jetzt weit fertig, kann man jetzt hier hochfahren noch oder wie auch immer. Ja, hier cappt er jetzt und der wird Schaden machen, einfach nur drauf. Da muss er sofort zurück eigentlich, kann sich eigentlich kaum mehr erlauben. Jetzt schon der zweite Truck da. So, jetzt dachte ich, ich könnte hier ein bisschen pushen auf den Truck. So, jetzt geht er hier doch schön rein. Ich möchte nicht den Kollegen da holen. Jetzt geht er hier aber schön rein. Aber ich mache trotzdem noch Schaden. Er macht brutal viel Schaden, komischerweise an dem scheiß Typen. Ja. Oh, hier kann ich cappen. Das läuft eigentlich soweit. Jetzt kommt das zweite Scout-Car. Kann ja einfach hier noch weiter cappen. Und, ja, da kann ich jetzt ein bisschen kämpfen. Ein bisschen Zeit schinden, sage ich mal. Gelb auch das Heals aus, weil die sind jetzt halt echt komplett am Arsch hier. Muss hier jetzt ein bisschen zurück. Einfach da hier, sonst die aber reinforcen kann. Ich habe jetzt viel von der Map. Muss auch mein Fahrzeug ein bisschen reparieren. Kann ich jetzt auch noch machen. So, jetzt kommt er wieder. Ist okay. Jetzt erwischt er mich in einer blöden Position eigentlich. Fokus Feuer. Wieder auf den Trupp. Ich habe hier den angehängt und ein bisschen eigentlich Scout. Jetzt Fokus Feuer auf den Leutnant. Die Scout-Cars fahren auch rein und fokussen den jetzt. Also alles hier auf den. Infanterie muss raus. Leider. Und da hätte ich eigentlich hinterherfahren müssen. Hatte ich ein bisschen Angst. Gerade mit dem hätte ich noch reinfahren können. Da kommt der Leutnant. Der Captain schon. Der Captain schon. Also nur. Nur drei, zwei Infanterieeinheiten, also ganz, ganz wenig. Hätte mir schon das erste Anzeichen sein sollen, dass da mehr kommt wie nur Infanterie. So, aber jetzt geht's hier weiter. Hier kann man cappen gehen, hier kann man den Captain jagen gehen mit den Fahrzeugen, ne? Und dann kriegt er halt echt schon so gut wie keine Map, ne? Und jetzt ist schon der Steward da, wir haben Minute 6, wir haben Minute 6 und der Steward ist schon da, ne? Das ist halt jetzt absolut tödlich für mich. Ne? Damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass Piats vielleicht kommen, etc. was, aber. Dass da halt direkt mal Steward kommt, weil ich habe jetzt null Antitank, ne? Ich habe drei Grenz und die zwei Scout-Cars, ne? So, Schaden machen. Ranfahren. Siegmarken capt er jetzt da wieder. Und er muss auch wieder raus, aber halt Hauptsache Schaden gemacht. So, jetzt sieht man hier den Steward. Na, schade. Und jetzt hier gleich Gas geben, weil. So, hier war ich jetzt wieder am Pushen, das war wieder repariert. Glück, dass es da gut durchkommt. Er fährt hier schön außen entlang. Und gleich hier wegfahren. So, jetzt muss man auch hier zurück. Bam! Hätte eigentlich hier hinterherfahren müssen, der 1 finishen. Das muss ich noch schnell das T4 bauen. Aber ihr seht, die Manpower lang letzte 260 kostet, glaube ich, so ein scheiß ATHT. Und ohne das dominiert er halt ein komplettes Feld. Das macht das sehr schön. Er kann mich jetzt gleich komplett von meinen Einkommen. Macht er auch ganz gut. Hätte es auch mit dem hier reinfahren müssen und hier meine Scout-Cars vernichten. Versäumt er da ein bisschen. Weiß nicht, was er da macht. So. Genau, und jetzt habe ich nur noch kein Einkommen mehr. Gar kein Einkommen mehr, ne? Jetzt versuche ich hier ein bisschen zu cappen und dem Risiko, dass ich das Ding halt verliere. Ah, da fährt er irgendwie bescheuert rum. Jetzt kommt erst das Scout als ATHT raus. Na, muss mir aufhören, da habe ich mich hier gleich verteilt. Nicht, dass hier den Schrotschuss macht. Na, er versucht hier ein bisschen sie zu jagen. Und, aber man kann einfach nur wegfahren. Na, er kann nicht überall sein. Hauptsache, ich habe hier ein bisschen das Ding wieder. So, gecapt, wunderbar. Bam. So, ATHT ist gleich da. Jetzt muss man hier ein bisschen drauf, wieder. So, jetzt kann man es folgendes machen. Die Infanterie kann den hier cappen und das Scout-Car kann hoch und die zwei Kollegen hier vertreiben. Ich habe ja gewusst, dass die da sind. Ne? Und das ATHT, das jetzt gleich da ist, kann dann den Steward vernichten. Des Weiteren habe ich, glaube ich, auch noch die Panzergranaten getaggt gehabt. Oder war am Tacken? Oder willst du am Tacken? Keine Ahnung. Ne, hab's nicht getaggt. So, Munition habe ich genug. 270, also relativ viel. So. Hier unten wird es ein bisschen rausgefahren. Er verkackt es da ein bisschen.
So, jetzt hier mache ich jetzt wahnsinnig viel Schaden auf roter Deckung, ne? Das Ding fährt hinterher gut. Jetzt wechselt er das Feuer komischerweise. Hier kommen die ersten Dings raus. Na, jetzt Fokus Feuer hier auf den hier. Keiner, keiner. Jawohl, wunderbar. Das ist ganz bitter. Er ist hinterherfahren. Und er macht es halt da ganz scheiße, dass er da kacke hinfährt. Er macht es gut hier ins Haus rein. Jetzt müsste er eigentlich hier rausgehen. Ich fahre hier hinten hin. Und mache wahrscheinlich viel Schaden an dem. Und jawohl, wunderbar. Deathwed und ab dafür. Trollolol. Und weg, da geht's. ATHT ist da. So, wie gesagt, hier habe ich wieder connected, ne, in der Zwischenzeit. Also für ihn jetzt die absolut größte. Wo hier geht schon SimCity hoch, ne. Die Siegmarke verteidigen. Ja gut, kann man es machen. Muss man jetzt nicht. Bam! Da gibt es halt schon auf die Fresse. Kettenbrecher drauf, bewegungsunfähig. Bam! So, jetzt Infanterie gibt hier Sicht. Wir sehen das ganz gut. Infanterie gibt Sicht. Die habe ich ein bisschen vergessen. Ah, vielleicht sogar nicht so nah ran. Das ist halt ein bisschen. Man macht nicht wirklich viel Schaden damit an dem scheiß Ding. Währenddessen er schon. So, habe ich nicht gesehen, dass der da auch Schaden macht. Panzergranaten sind da. Zack und rauf da. Bam. Habe ich gedacht, hätte ich eigentlich den Kill jetzt mit der Infanterie machen sollen. Und da wieder verjagen die Einheiten. Ne? Bam. Sehr schön. Wirft dir noch die Nade, ey. Idiot. So, hier geht ein 17-Finder hoch. Pff. Das ist natürlich jetzt bitter, habe ich auch nicht gesehen. Bam! Das ist natürlich so richtig hart. Okay, noch neue Grenn. Habe ich auch den Bunker aus dem ersten Mal gesehen hier. Auch hier müssen wir weiter cappen jetzt. Müssen wir sich hier in Deckung stellen oder halt hier hin. Eher dahin, weil da schießt der Bunker, glaube ich, noch hin. Ja. Ach, er rennt drauf. Infanterie kommt. Bam, das Wracks haben geschossen. Neuer Bunker geht hoch. Den habe ich jetzt, glaube ich, gesehen. So, den baut. Und drauf da. Nur auf den Bunker drauf. Bin einfach nicht fertig, weil sonst wird es echt bitter, wenn er den da fertig kriegt, hier, den Kollege. So. Ich habe ja noch die Anti-Panzergranaten, die sind auch gut gegen Gebäude. Ne, da kam auch mal so ein. Wupp. Bam. Seht ihr mal, mit einem Ding ist 50% weg. Bam. Man muss aufpassen. Wir haben einfach die scheiß Nate. Da müssen wir natürlich noch das Ding voll finishen. Aber ich dachte, da kommt der, kann der es nicht machen. Also Fokus voll wieder auf die Einheit hier. Der wirft voll die Nate. Bam! Ne. Sniper-Schuss, okay. Und mal wieder nach Hause. Ich habe jetzt ordentlich was vernichtet. Und kann mal mich zurückverlassen. Auch hier müssen wir cappen. Ich habe hier das Upgrade aus für Munitions-OP. So war der Plan. Neuer Gren ist da. Ich hoffe, dass man das nicht mehr. Ich habe ja hier das ATHT und kann auch damit dann mit den Granaten dann gut wirken. Gegen den Steward oder sowas. Jetzt bringt er halt nochmal 17 Pfünde. Ich weiß nicht genau warum. Hat er Angst vor einer Battle Group gehabt? Keine Ahnung so ganz. Also weiß ich nicht so ganz. Also damit wäre eine Bofors. Wäre in dem Fall sogar wirklich besser gewesen. Aber, ne? So, es geht ja. Oh ja, das Upgrade ausgegeben ja noch. Er baut hier echt SimCity auf. Das habe ich jetzt auch gesehen. Scheiße. Da habe ich dummerweise hier stehen. Und der Mann kriecht wieder ins MG-Feuer rein. Der war schon draußen und kriecht wieder rein, der Arsch, ne? Dieser Idiot. Ja, die kriegen trotzdem gut auf die Fresse. Müsste mich eigentlich retreaten, aber er dachte, da kann ich rauskriechen. Da kriegen sie doch gut auf die Schnauze hier, die Kollegen. So, T2 ist fährt auch da. Oh. So, da kann ich jetzt stehen bleiben. Da oben habe ich jetzt gepennt. War hier unten beschäftigt. Na, da ein bisschen fokussen. Und da lässt er die Pia da. Sehr schön. Gleich aufgehoben. Wunderbar.
Und jetzt, ne, auch da kriegt er auf die Fresse. Jetzt ist mein Rechtshänder, dass er so viele Dinger gebaut hat. Ne, das geht jetzt down, da hast du gar keine Chance mehr. Mit Motorschaden. Jetzt kommen Kommandos, muss man aufpassen. Die machen doch gut Schaden. Und zieh ich mich mal lieber zurück. Ja. Bereit für den Einsatz. So, noch die Schreckrennen-Upgrade ausgegeben. Einfach weil er doch viele Emplacements hat. Kann man doch ein bisschen was reißen. Und natürlich auch für Battle Group, ist ganz klar. Kommt nochmal ein Grenn raus, weil er einfach auch auf Infanterie getaggt hat. Und da waren ja noch Fahrzeuge. Ihm fehlt auch definitiv ein Medic-Tent. Hätte ja schon ein, zwei neue Trupps rausgebracht. Mein hier lohnt sich auf jeden Fall. So muss ich wieder drauf. Einfach, dass die hier das Scheißding nicht cappen. Die Einheiten des Commonwealth erobern einen unserer Sektoren. Gebe auch das G43-Upgrade jetzt aus. Gerade gegen die Jungs. Ja, die haben auch schon gut Kills, ne? Oh, Gebäude und neuen. Weiß nicht, auf was der schießt, ey. Mal ganz. Das Teil, der Bunker, schießt auf diese Einheiten hier, warum auch immer. Ah, weil der Mann vielleicht da mitten im Feuer lag. Das ist natürlich bitter, ne? Das ist natürlich bitter, ey. So. Jetzt läuft der nächste Yogi da rein. Nein, er kassiert halt jetzt gerade dicke. Weil er jetzt gegen 2, 4, 5 Grenzkämpft. Gibt's halt ordentlich in die Fresse. Hier ist ATHT. Focus Fire. Bam! Ach. Hat er nicht drauf gepasst. So, wenn ihr gerade den Piat-Trupp und da mal drauf schießt, geht alles EP für die Jungs. Vor allem die haben halt schon Off-Wet, ne? Deswegen hat er das auch vorhin auch aufgenommen. Nämlich auch ziemlich stark. Und schon wieder schießt der. Kann ich mich wieder in den Arsch beißen, ist wieder festgenagelt, ne? Sofort festgenagelt mit der ersten Salve. Jetzt kommt nochmal ein Scout-Car. Einfach für einen Mun-OP. Ich hab zwar schon 37 Einkommen, aber. A zum Cappen und B halt zum Mono-P spielen, weil ich doch viel Munition brauche. Wenn ich hier nochmal ein G43 habe, einfach zum Unterdrücken. Wird ATHT ein bisschen repariert. Was macht er soweit? Da zwei Einheiten, drei. Er war halt seinen ganzen Captain und Leutnant. Das ist natürlich ganz schlecht. So, unterdrückt, wunderbar. Und wird zusammengeschossen. Zack, dann muss er nach Hause. Wieder zwei gegen ein, drei gegen ein. Ne, da kann er auch nach Hause, wunderbar. Ich habe jetzt gerade mal einen Mann verloren. Ne, und er hat da, glaube ich, drei Mann verloren jetzt, oder? Ne, normal, aber er hat ordentlich Leben verloren und da kein Heal. Das ist natürlich Wahnsinn. So, eine Schreck noch ausgegeben. Habe ich eine Piat und eine Schreck für die Scheiße hier. Und, ja, dachte ich, reiße da ein bisschen was ab. Zumindest mal den nervigen MG-Bunker. Bam. Dann macht er immer ein bisschen die. Ein bisschen arg in die Eier. Bam! Ja. Wunderbar, hat sich wieder gelohnt. Wie viel Schaden die machen mit von hier aus mit einem Schuss, ne? So. OP ist da, heißt, kann es gleich OP gespielt werden, weil ich einfach die Munition brauche. Ihr seht schon, von 200 Munition auf 100 runter. Grenadiere der Kampfgruppe. Die Geschwindigkeit, mit der ihr Objekte sichern könnt, hat sich erhöht. Ah, er hat keine AT, da kann man ein bisschen mit dem ATHT. Er ich dachte, kommt ein Triarch runter, wie das Scheißding heißt. Der Triarch-Panzer. Ne, er kommt aber ein Schreckrenn raus. Aber die sind richtig brutal, die Typen, ey. Die haben direkt mal drei Mann rausgeschossen. Fast einen Full-Unit-Kill gemacht, ne? Die Nate sehe ich jetzt nie. Habe ich zu spät reagiert, ne? Also die haben jetzt geschwind runtergekommen und haben geschwind, drei Mann? Ich hab gerade auf dem Retreat nochmal drei Mann gekillt von dem einen retreatenden Trupp plus die Granate. Komisch, was soll da noch keine Schreckrennens gegen die Typen kämpfen lassen? Aber wenn man sich noch nicht zurückzieht, so wie er, aber die machen halt schon wahnsinnig Schaden, ne? Die Jungs. Zack, zack, für Genies kriegen die auf die Eier, weil die halt schon wenig Leben haben. Und verteilen nochmal Wett. Die Nette habe ich jetzt gesehen. Und, ja, jetzt verliert er halt die ganzen Einheiten. Ihm fehlt halt echtes Heal. Nochmal ein Kommandoeinheit. Jetzt kommt nochmal ein Bunker. Warum nochmal ein Bunker baut, keine Ahnung. Es war ja so effektiv, die ersten, wo er gebaut hat.
Gerade wenn ich halt Anti-Panzergranaten habe, also das, keine Ahnung, was das soll. Hier stellt er sich gut hin. Ich sehe natürlich wieder, da laufe ich natürlich wieder rein. Ah, verdammt. Oh, ATHT kriegt auch in die Fresse. Hier schon, Wert 1. Ich tue, dass das Ding da trifft, ey. Muss ich jetzt aber zurückfahren. Was ich da noch mache, ey. Wenn ich ins Feuer reinkriege. Ach, scheißegal, drauf da auf Mutti. Geht ans Haus rein, ja. Soll noch machen. T4 Upgrade. Hab auch die Brandgranaten getaggt, sehr geil. Machen auch viel Schaden, gerade gegen Brie, das ist geil. Reißt das Ding jetzt voll ab. Hier liegt wieder mit MG-Feuer drin, komischerweise. Festnageln und dann zusammenschießen. Der bleibt da drüben im Haus. Wunderbar. Kriegt einen Full Unit Grill? Fragezeichen. Bam. Jawohl. Full Unit Kill. Wunderbar. Die sind unterdrückt. Wobei, warum schießt der. Da war der Typ noch drin, habe ich keine Ahnung. Aber gibt halt alles Wett, ne? Und, die Siegmarken tickt zwar für ihn, aber. Im Prinzip hat er jetzt eigentlich schon nichts mehr und ich habe alles. Kann eben jetzt die OPs abreißen, ne? Die 17 Pfünder hier abreißen und dann den Bunker abreißen und im Prinzip hat er gar nichts mehr. Kriegt 59 Munition rein, ne? Auch müsste ich hier hinfahren und dann schießen. Aber ich bin halt ein Kack-Noob, wo es dann drauf hat. Der Boom interessiert mich überhaupt nicht, weil den Spritpunkt brauche ich nicht. Also, weiß nicht, was er davon hat. Ja. Ja, halt da muss man schon unaufgefüllt vor und aber ja, die ganzen Bunker da zu spielen, bitter Fuck. Ja, komm her und werden unterdrückt. Sollten unterdrückt werden, genau, wunderbar. Da kann man da aus dem Nahkampf rausgehen. Und da ist er raus und wunderbar. Ja, so kann es natürlich gehen. So kann man gegen Briten spielen. Muss natürlich nicht immer so einfach sein. Also so SimCity bauen sie nicht alle. Meistens kommt der Infblob und halt auch nicht so schnell ein. Deswegen habe ich auch damit gerechnet, ein Steward. Aber man sieht halt schon, worauf es hingeht. Wenn er da auf den Fuel sich gleich hinsetzt, gibt es mal eher einen Steward wie Heavy Infanterie. Aber war, glaube ich, auch Position Level 5 zu dem Zeitpunkt. Also komisch, also gar nicht mal so schlecht. Aber ja, hoffe, hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Haut rein. Tschö, tschö.